Willkommen, liebe Freunde, zu einem kleinen neuen Projekt. Naja, so klein ist es ja eigentlich gar nicht. Es ist Shovel Knight. Wie der Name schon sagt, spiele ich einen Ritter, dessen Waffe eine Schaufel ist. Genau, und es ist so bescheuert, wie es klingt. Und deswegen fange ich einfach gleich mal an. So, los geht's. Hallo? Achso, ja. Hey, da muss ich nochmal... Ja, was ist das denn? Achso. Vor langer Zeit war das Land ungezähmt und die Heimat legendärer Abenteurer. Von allen Helden war keiner strahlender als der Schaufelritter und der Schildritter, Shovel Knight und Shield Knight. Doch ihre gemeinsame Reise endete am Turm des Schicksals, als ein verfluchtes Amulett einen schrecklichen Zauber wirkte. Als Shovel Knight erwachte, war der Turm versiegelt und Shield Knight war verschwunden. Oh nein. Als gebrochener Mann zog sich Shovel Knight in ein Leben in Einsamkeit zurück. Doch ohne Helden fiel das Land in die Hand einer bösen Macht, der Verzauberin und ihres Ordens ohne Gnade. Nun ist das Siegel des Turms zerbrochen und die Welt steht am Abgrund. Ein neues Abenteuer beginnt. Ja, der Schaufelritter. Und wie man sieht, ist er auch ganz stolz auf seine Schaufel. Und das Schöne ist, mit dieser Schaufel kann er nicht nur kämpfen, sondern auch Dinge umgraben. Yay! Aber halt eben auch kämpfen, wie man sieht. Und zwar entweder nach vorne oder halt so nach unten. Und... Ui! Der ist wieder da. Ah, da gibt es aber kein zweites Mal mehr die... Das Gold. Übertränken können noch sein, okay. Das Spiel habe ich mir vor einer Weile mal auf Steam angeguckt und fand es total lustig. Es ist so ein bisschen im Stil von Cave Story. Aber ich habe mir ja vorgenommen, öfter mal Plattformer oder mehr Plattformer zu spielen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Möglichkeit, dieses Spiel, ein Plattformer zu spielen. Was ich hier finde, das sind die Edelsteine. Die sind je nach Größe verschieden viel Gold wert. Das steht links oben in der Ecke. Und später kann ich mir dann... Au! Das macht hier Schaden. Das ist nur eine Blase, warum macht die Schaden? Später kann ich mir dann von dem Gold verschiedene Sachen kaufen, wie mehr Leben oder mehr Mana oder so. Das hier ist ein Checkpoint. Das heißt dahin. Ich zeige es einfach mal. Also wenn ich jetzt sterbe, passiert Folgendes. Wie sterbe ich jetzt am besten? Ja. So nicht. So, wenn ich sterbe, dann... Oh, der macht so endlos wenig Schaden. So, noch einmal. Wenn ich sterbe, dann schwebt mein Gold in einem fliegenden Sack an der Stelle, an der ich gestorben bin. Und ich komme zurück zum letzten Checkpoint. Okay, es ist nicht mein ganzes Gold, aber ein Teil davon. Und was ich allerdings auch machen kann, ist diesen Checkpoint... Ey, warum geht das bei dem nicht? Ne. Ich habe schon mal zur Testweise ein bisschen gespielt, deswegen kenne ich das alles. Und später im Spiel kann man auf jeden Fall diese Checkpoints zerstören. Dann ist es halt eben kein Punkt mehr, zu dem man zurückkommt, wenn man stirbt. Aber dafür kriegt man halt ein paar Sachen. Wenn man... Also Geld hauptsächlich ist dann natürlich so Edelsteine, wenn man die zerstört. Das heißt, ich kann mir dann auswählen, ob ich kurzfristig mehr haben will, mehr Geld oder die Sicherheit. Wobei ich mir von dem Geld halt, wie gesagt, auch Dinge kaufen kann, wie mehr Leben oder mehr Mana. Das heißt, auf Dauer ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, die
Ding jetzt zu zerstören und mitzunehmen. Allerdings halt auch nur, wenn man spielen kann, wenn man dann die Checkpoints nicht braucht. Und es ist doch schon ziemlich nervig, wenn man jedes Mal, wenn man stirbt, komplett von vorne anfangen muss. So, und warum ich jetzt die ganze Zeit in die Wand gebuddelt habe, liegt daran, dass es solche Stellen gibt. Und die sind allerdings nicht immer unbedingt als solche erkennbar. Wow. Da sind auch nicht immer gute Sachen drin. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Gegner heißen. Ist ja eigentlich auch egal. Wow. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass man beim ersten Schlag auf einen Gegner immer so ein bisschen zurückfliegt. Nur beim ersten Schlag. Oder auch nur bei Gegnern. So, und hier haben wir... Was haben wir denn da? Ein Notenblatt. Was tut das denn wohl? Ich weiß es nicht. Ah, guck mal da. Da ist ja noch was. Aha, Edelsteine. Um ehrlich zu sein, ich habe mir das Spiel hauptsächlich gekauft wegen der tollen Musik. Hier muss ich jetzt aufpassen. Hätte ich da zuerst die Blöcke unten zerstört, wäre ich nicht mehr an diesen Block rangekommen und der springt einfach zur Seite. Ja, nein, das will ich doch gar nicht. Das will ich. Yay! Kommt der runter? Ja, der kommt runter. Hilfe! So. Da drin ist Essen. Und damit kann ich mein Leben komplett auffüllen wieder. So, und schaut mal genau da oben. Da ist so eine Sache. Leider komme ich da jetzt halt nicht mehr hoch, oder? Na? Doch, ich komme da noch hoch. Glück gehabt. 200 Gold. Ist es wert. Boah. Also, die Musik ist toll. Und der Schaufelritter sowieso. Es ist so gut. Eine Schaufel als Waffe. Es wurde mir empfohlen auf Steam, soweit ich weiß, von Steam. Weil ich mir Cave Story angeschaut habe. Oder genauer gesagt Cave Story Plus, weil bei Cave Story Plus gibt es dann nochmal einen extra Level am Ende, den man spielen kann. Ich hatte überlegt, das vielleicht zu holen, allerdings ist es relativ teuer. Deswegen ich das erstmal nicht getan habe für nur ein Level. Und ehrlich gesagt will ich es auch nicht nochmal komplett durchspielen. Ich habe es ja schon zweimal durchgespielt. Um alle Enden zu zeigen. Ja. Das Fun-Plattform finde ich ein bisschen nervig, die sind so langsam, aber hey, was soll man machen? Ist halt so. Ja. Boah, so ist gemein. So ist tierisch gemein. Nein! Jetzt habe ich den Dinger nicht gekriegt. Mist. Und da rechts ist eine Leiter, die von unten hochkommt. Ist das eventuell hier? Ja, siehst du? Das war nämlich jetzt nicht als solches gekennzeichnet, diese Stelle. Das war die Karotte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist sie wie das Essen, wie der Braten und halt meine Lebenspunkte auf. Ist das so süß, wie er diese Truhen durchsucht. Kriege ich jetzt den Edelstein von dir nochmal? Nee. Schade. Naja, das war nicht viel. Das war ein grüner. Was ist denn der Grünwert? 5 oder so, ne? Kaum der Rede wert. Gleich rausfinden. Uah! Dann sehen. Ich frage mich, ob ich auf diese Blätter da unten kann. Ah! Beim Abgrund. Also offensichtlich kann ich zumindest nicht neben den Blättern mich abstoßen. Ah! Jetzt sind die ganzen Gegner auch wieder da. Mana-Tränke brauche ich allerdings gerade auch nicht. So, an die beiden komme ich ganz leicht. Was ist mit dir?
dir. Kriege ich dich? Vielleicht mit der Schaufel? Ja, mit der Schaufel, natürlich. Ich bin ja schließlich der Schaufelritter. Und was kann der Schaufelritter bitte nicht mit seiner Schaufel tun? Ja! Und der mich einfach fast in den Abgrund rein. Und ich muss aufpassen, da unten ist nämlich noch ein Abgrund unter deren Kopf. Nein! Die ganzen Schätze! Ach nö! Was finde ich blöd? Ah! Platz halt. So. Blöde Gegner hier. Ach, man kann an der Leiter auch schaufeln. Okay. Das wusste ich nicht. Wie komme ich da jetzt am besten runter? Wenn ich mich hier links durchballere, dann wird das nicht klappen. Ich müsste versuchen, mir so eine Art Treppe zu bauen, ne? Also hier erst 4. Dann. Sowas da, ne? Könnte ich machen. Komm her. Komm her. Fein. Nein, nicht die Spawn. Ich glaube, der ist weg, ne? Ich glaube, der war weg. Hier geht's auch wieder weiter. Ah ja. Diesmal keine Gegner. Das ist so gut, dass der Ritter einfach diese Dreckhaufen umgräbt. Das ist so total unter seiner Ehre eigentlich, aber irgendwie auch sympathisch, dass er sich dafür nicht zu schade ist. Verdammt. Gerade ganz am Ende des Sprungs fürchtet, dass ich da nur rüberkomme mit dem Drachen, wenn ich mich abstoße. Ja, und wie ihr seht, es gibt zwar Checkpunkte in diesem Spiel, aber die sind dann doch relativ rar gesät. Gerade an so schwierigen Stellen würde ich mir manchmal den einen oder anderen Checkpunkt mehr wünschen. Andererseits kann ich da relativ ruhig sein, bei Cave Story gab es gar keine Checkpunkte. Sag mal, was tust du da? Ich hab dich schon besiegt. Tschüss. Brauch dich nicht nochmal. Hä? Was macht der denn da? Immerhin muss ich jetzt mir den Kraft da auch nicht mehr geben. Hey! Hey! Das gute alte Gamepad wieder. Wo die Richtungstasten nicht so eindeutig sind. Wo bist du? Wo bist du? Da bist du. Da ist leider nichts mehr. Ich schau mal, ob es hier nicht noch einen Checkpoint gibt irgendwo, bevor ich darüber gehe. Ja, das war ja so klar. Das war ja so klar. Ja, Mana brauche ich gerade nicht. Ich mache jetzt mal hier die sichere Variante. Dankeschön. So. Und hier haben wir eine Truhe. Voller Geld. Yeah. Ich bin schon reich. Ich habe schon 4000 Gold fast. Wie komme ich da jetzt hoch? So. Das ist einfach. Oh, hier komme ich da überhaupt hoch? Ja, gut. So, und wenn mich nicht alles täuscht, müsste da jetzt der Endgegner kommen. Ja. Der schwarze Ritter, Black Knight. Wusste ich doch, dass du dich früher oder später blicken lässt. Der himmelblaue Feigling. Dreh um, Shovel Knight. Hier kannst du nichts mehr ausrichten. Zur Seite, Black Knight. Ich habe keinen Zwist mit dir. Ich muss zurück zum Turm des Schicksals. Wenn du fort warst, bla bla. Ihr unbesiegbarer Ritter zwischen dir und dem Turm. Es ist egal. Wer es auf die Verzauberin abgesehen hat, muss an mir vorbei. Stelle deine Schaufel. Hehe. Und dann stelle ich mal meine Schaufel, ne? Komm her! Komm her, ey! Der hat auch eine Schaufel. Ah, aber ich bin schneller. Manchmal. Wow! Kann ich das auch? Haha, getroffen. Nein! Tust du? Nee! Komm, schieß nochmal. Ich kann das doch bestimmt reflektieren, oder? Mit meiner Schaufel. Hey, natürlich kann ich das. Ey! Lach nicht so dreckig. Lach nicht so dreckig. Hab dich. Sieg über Black Knight. Juhu. Der erste Boss geschafft. Ey, Moment, was? Der ist ja gar nicht besiegt. Nein. Der kommt bestimmt wieder. Wäre ja eine schöne Wendung. Das ist der Endgegner des kompletten Spiels wäre am Ende.
Aber das weiß ich nicht, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Nur am Anfang ein bisschen. Und das habe ich mir verdient, jetzt am Lagerfeuer zu sitzen und die Nacht zu schlafen. Oh, wer kommt denn da? Eine Prinzessin etwa? Die herunterfällt? Das scheint mir ein Traum zu sein, ne? Fang sie! Ja, komm her! Ich hab dich! Yep, das war ein Traum. Und das Feuer. Ja, das Feuer kann ich auch ausgraben. Kann ich den Holzdinger? Nee. Ach, wie die Vögel zwitschern. Und das Meer im Hintergrund rauscht. Alles in 8-Bit. Ist das schön. Yeah, und ich habe die Ebene geschafft. Und es wurde gespeichert. Und dann würde ich ja mal sagen, das waren jetzt 16 Minuten. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal, wenn ich ins Dorf gehe. Denn woanders kann ich gerade nicht hin. Ich könnte da nochmal rein, aber... irgendwie... sehe ich das gerade nicht ein. So, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Schauen wir uns im Dorf um. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin.